Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Und leider haben wir ja diesen harten Drawback letzte Folge gehabt, der uns dazu geführt hat, dass wir ein bisschen später mit weniger Energie in den Tag starten. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber wir machen natürlich das Beste daraus. Oh. Repairing the mill. Phantasm. The mill was damaged in the earthquake and it's high time we repaired it. A working mill is essential to the town and will let you process all sorts of new products. Meet me in my office at the manor's house. Excuse moi, ich habe gerade einen Aufstoß gehabt. Ich hoffe, dass mich das nicht zu viele Ressourcen kostet. Die obligatorische Daffodil erstmal hier rausnehmen. Weil, oh mein Gott, die ganzen Turnips und die Erdbeeren und der Cabbage und oioioioioi. Das war eine mächtige Ernte, Freunde. So, jetzt wässern wir natürlich erstmal wieder alles. Und ich brauche auf jeden Fall neues Saatgut, was ich nachpflanzen kann. Ah. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zack, zack. Zack. Mir ist gerade eingefallen, wir sollten auf jeden Fall auch... Ich habe schon sehr viel Stamina und Zeit verschwendet. Wir sollten aber auf jeden Fall, wenn ich gleich fertig bin hier, uns das Upgrade kaufen. Womit wir dann besser Farmarbeit machen können. Ah, Phantasm. Happy Friday. Will you be going to the inn tonight with your fellow townsfolk? Sowieso, immer. Und zwar das Bountiful. Watering a crop will occasionally drop a seed version of it. Hat sich natürlich jetzt nicht ganz so gelohnt, weil wir, ja, ein bisschen daneben gefeuert haben, sozusagen. Hätte ich früher dran gedacht, hätte ich das auch ausgeben können, aber hey. Ich würde ehrlich gesagt gar nicht mal so viel davon jetzt verkaufen wollen, weil ich schauen will... Also, natürlich werde ich es verkaufen. Ich werde es mal einlagern und dann heute Nacht entscheiden. Weil ich schauen möchte, dass wir ein bisschen was davon verkochen. Um unseren Kochrang ein bisschen zu steigern. Okay. Wir gehen jetzt erstmal nach Mystria. Und geben die obligatorische Daffodil weiter. Phantasm, are you coming to the Sleeping Dragon Inn tonight? Everyone's going to be there. I hope you can make it too. Definitiv. Every farmer needs a shovel, a Phantasm. It's a groundbreaking invention. Ha, 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 ha. Ach, Meister. Warum denn wieder so witzig? It's all peace and quiet now, but it's the calm before the storm. It's going to get rowdy this evening. Ha, ha, ha. Das ist richtig. Kann man nicht verneinen. Und da bin ich mal gespannt, weil heute müsste ja der teuflische Plan von der Crew anstehen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was die so für uns haben. Shadow. Ah. Natürlich. I asked Errol if he'd part with the perfect ruby at a museum, but he declined. Actually, he seemed a bit huffy about it. I'm all for archiving the world. I just love to archive the ruby right into my pocket. Natürlich, Bella, natürlich. Was auch sonst. I want candy for dinner. I'm allowed, right? Nein. Tomorrow's the Saturday market. Maybe I'll see Lady Adeline around. I was so excited when I saw the copper-knucked beetle at the museum. Phantasm, I'm not allowed in the mines, so that was my first time seeing one. It's true. They do look like copper nuggets. Oh, sogar 200 bekommen wir jetzt. Das hat sich gelohnt. So, gehen wir erstmal hier rein und sprechen mit allen. Look is very into horned beetles right now. I never knew there were so many kids. Ah, that explains why Dell's been muttering about the Dragon Guard practicing their beetle formation. Okay, das klingt lustig. Ah, ich denke, die letzte Blumensaat bekommen wir... Oh, es ist Processed Rice, ich dachte schon. Die letzte Blumensaat bekommen wir vermutlich dann...
wenn Celine fertig ist mit ihrer Forschung diesbezüglich. Wäre jetzt einfach mal mein spontaner Guess. Okay, dann gehen wir hier rein und gönnen uns die Suppe. Guten Tag, ich wollte eigentlich erstmal mit dir sprechen. Market's tomorrow. Maybe I'll stop in and find a little gift for Josie. Und schauen, ob wir vielleicht irgendwas craften können. Wir können eine ganze Menge Turnip machen. Und das kostet uns nicht mal Zeit. Gerne? Sehr gerne. 10 Stück davon. Heißt, dass wir jetzt Mining-Items haben? Ah, okay, sind... Wir konnten 10 auswählen, aber 6 Stück haben wir nur gemacht. Hat auf jeden Fall unser Kochlevel erhöht. Und da es uns keine Zeit gekostet hat... Ach so, weil es... Oh, 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 okay, okay, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Also wir haben 6 und 4 bekommen, aber wir haben Restorative Slice Turnip bekommen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dadurch können wir nämlich jetzt mehr minen. Wir haben effektive Items zu minen. Und wir können auch gleichzeitig noch Baked Potato machen. Und das kostet uns ebenfalls keine Zeit. Sehr schön, sehr schön. This hot and fluffy baked potato is simply but filling. Definitiv. Und wir haben direkt eine Turnip zurückbekommen. Soup looks great today. Today's flavor is broccoli cheddar soup. Do you want a bowl? Natürlich. Broccoli cheddar klingt so gut. Und wir nehmen direkt die Turnip, die wir haben, und kochen sie weiter. Und Level 7. Egal wie man es dreht und wendet, das Kochen hat sich gelohnt. Dafür bin ich fein, dass wir Ressourcen, die wir eigentlich hätten verkaufen können, genutzt haben. Weil das war auf jeden Fall nicht verkehrt zu haben. Okay, lasst mich kurz schauen, wer wo ist. Wir haben mit allen auf der Unterseite gesprochen. Hier auf der rechten Seite wollen wir noch mit Leuten reden. Mit der Gang haben wir geredet. Im Shop haben wir mit denen geredet, mit Nora und Josephine. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir euch jetzt hier auf der Schneise mit. If you're looking for a new project, come on by the shop. There's a lot of ways to improve your farm. Das ist richtig. Adeline has really grown to fill the shoes her mother and father left behind. Mistria is lucky to have such a civic-minded leader. The bathhouse is lovely. No wonder Aunt Elsie spent so much time there. Okay, ach so, sie ist hier drin. Ich habe mich schon gewundert, wo sie ist. Also Reyna. Reyna und Velen, hallo. The Dapper Mines Mushroom in the Museum's Collection. Don't tell Errol, but I almost took a big bite right out of it. They're so delicious. Das ist natürlich nichts, was man so einfach hören will. Kann ich auch mit dir sprechen, Velen? Okay, jetzt. An empty office means healthy patients. It's a good thing, but it can be a little lonely. Sometimes the doctor's life is a real paradox phantasm. Ja, das ist richtig. Als Doktor hast du entweder viel oder gar nichts zu tun. Okay, ab ins Bathhaus. Your bath awaits. I, however, do not. Wow, so make up your mind or leave already. Und ein Freund von mir hat wirklich gemeint, er will, dass ich sie date. Natürlich. Na, natürlich. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, alle anderen sind erstmal egal. Wir gehen nämlich jetzt hier hoch und den Rest treffen wir eben in. Und ich möchte sehen, was wir für die Mühle brauchen. Ah, ich glaube, ich muss ins Büro gehen. Jetzt die Frage, wo war das Büro nochmal? Hier scheinbar. Phantasm, great timing. We're just about to get started. So, if we combine what we have in the town's coffer with the grand I've secured from the capital, we've made huge progress toward repairing the mill. Fantastic. But we're still 1,000 T short. Ah.
We need more building materials too, at least another 150 wood, 200 stone and 2 copper ingots to complete the repair. Don't worry, I can help. Ich wollte eigentlich erst mein Haus upgraden, aber das hat sich wohl an dem Punkt erledigt. What a splendid idea. Fantas, you're the best. You can count on me to get a job done fast when you've gathered the materials. Ich denke, ich habe sie sogar schon. And I'll teach you all there is to know about raising animals and milling their feed when it's ready. I'll set up a donation box at the door of the mill. You can deposit the materials there and then bring the funds to me when you're ready. It's a big job, so take your time. Good to have your help on this. Yahoo, you can do it, Phantasm. Ooh. Der Blush. Nee, ernsthaft, ich denke, abgesehen von dem Geld dürften wir alles haben und das Geld könnten wir theoretisch auch sofort bekommen. Ich hab dich gesehen, Ladybug. Ayland. Adeline. My dear sister is indispensable, but she really needs a vacation. Ach ja. Apropos Vacation, ich muss mich tatsächlich auch erstmal damit auseinandersetzen, wann ich meinen Urlaub machen will. Mutter ist nämlich neulich gesagt, dass ja die Urlaubstage weg müssen und ich dachte mir so, ich hab keine Ahnung, wann ich Urlaub machen soll. Okay. Oh, don't shoot a messenger march, but your roots are showing. Ugh, I hope Vera's at the next Saturday's market. Okay. Not a rush, but one of our bar stools has developed a bit of a wobble. Well, we can't have that. I'll pass it on Rice. He'll drop by and take a look. Phantasm, so nice to see you. Make yourself comfortable and let me know if I can get you anything. Del, Maple and Luke have been sneaking around all night. You wouldn't know anything about that, would you, Phantasm? No, of course not. Haha, ist ja nicht so, als hätten sie uns gesagt, was sie vorhaben oder so. Nein, nein, nein. We're in agreement then? Yes. A truce. So we can take down Ulrich. I'm with you. I can't let Ulrich smudge my reputation. Friends, is this really necessary? Ulrich's just having fun playing the game. He even bought us all dinner with his winning last time. Besides, he couldn't possibly win a third time in a row. Right? Hey, sorry, I wasn't listening. Can anyone tell me what the difference between a regular flush and a royal flush is? Damn, ist das gemein. Sit with me, Phantasm. You're always so busy during the week. Phantasm, you're here just in time. Juniper brought something truly special today. I've only heard stories about this wine. Gather around, everyone. For once in a century occasion. This is Witch Wine Merlot. An 800-year-old vintage that I brought with me to Mystria. Witch Wine? Merlot? Oh, you've heard of it? I suppose with your background you've heard stories. Yes, this is the real thing, and I think the first glass should go to Valen, for really opening my eyes to appreciating the finer things. So, how is it? Don't hold back, Doctor. It's unbelievable, transcendent. I love it. Well now, isn't that nice? I haven't seen anyone this humiliated since the Count of Fallenbrook, and we all know what happened to him, and if you don't, I'll tell you later, Phantasm. Oh mein Gott, was zur Hölle? Du wirst mein Thumbnail, Juniper. Du wirst mein Thumbnail. Ah. The bottle. Johnny knocked it over. There it goes. All over the floor. I'd offer you some, but my cup is quite empty. Thank you for sharing, Juniper. Correction, this is the most humiliated I've seen someone since the Count of Thornbrook. Damn. Okay, die Dungeons and Dragons Gang fehlt noch. Welcome to the third meeting of the Dragon Guard Haste. There's a problem. We were going to make Bella sleepy with cheese and potatoes. But there's no cheese and potatoes on the menu this week. How did I miss this in my calculations? So what do we do? We improvise. Oh no. You know what happens when Del improvises. Don't worry about it.
It's never good. Anyway, if we need Mr. Bella to be asleep, I say we strike at dawn. Okay. Now, he'll be in his room. He'll be so mad. We'll be really quiet. Phantasm, you better leave this to us professionals. We'll report back next week. Ich bin so gespannt. Wo ist die... Ah, wollte gerade sagen, da ist die Dungeons and Dragons Gang. Aber ohne Bella. Del always asks me to tell her stories, but I've been running out of ideas lately. Do you think it would be fun if the hero comes across a fantastic creature? She could even befriend it. Maybe a dragon. That's the obvious choice, isn't it? Del would go crazy for a dragon. All the best stories have one. Thanks, Phantasm. When I have lands around, I want to up my carving technique, and he's the expert. I wonder if Errol will have any new pieces for the collection this week. Hey, Aelin, ich geb mir alle Mühe. I don't really understand what Aelin is doing with his excavations at a museum, but I'm happy that he's passionate about it. Na, fair? Und Bella fehlt noch. Da ist er. Hello, Phantasm. I won't keep you. We both know that time is money. Ich will die Dungeons and Dragons Story weiterverfolgen, also... Bitte setz dich. Ich muss wissen, was passiert. After your mercurial bout of regicide, you have become the villains of the kingdom. According to ancient Eldarion law, you must now be tried in a court of law. Aha! I'm familiar with Eldarion law. We have the right to appoint ourselves a defender. I'll do it. I use one of my emerald blessings to summon us an attorney. Oh, I rolled a one. Oh dear. That means our attorney is... a tree. Eine net one in dieser Situation. Gut gemacht, Celine. A talking tree? Snickle Fritz inspects the tree for signs of intelligence. I mean, I guess he does. Who cares? But tell me though. It's a normal tree, but it's very pretty. I see. Well, you're all found guilty. Oh, I have got to write a ballad about this one. Okay. Ich freue mich schon auf nächsten Freitag, falls die Story fortgesetzt werden sollte. Immerhin sind sie jetzt alle guilty. Das kann heißen, dass die Story gar kein gutes Ende nimmt. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dadurch, dass wir das... Ah, wobei. Okay, lasst es mich so machen, dass ich auf die Farm gehe und noch ein bisschen farme. Eigentlich wollte ich jetzt... Anders. Erst gehen wir zur Schmiede. Dann gehen wir auf die Farm. Und im nächsten Part würde ich dann wieder meinen. Wir müssen ja noch das ganze Kupfer haben, genau. Das muss verarbeitet werden. 4 Kupferingots. 2 brauchen wir. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben. Jawohl. 10 Stück, sehr schön. Und jetzt ist die Frage, wie viel... Oh, wir haben 6 Stück, das ist perfekt. Das heißt, wir können uns jetzt unser Schwert kaufen. Also craften, meine ich damit. Zack. Klopft das Ding zusammen. Und wir haben endlich das Upgrade auf das Schwert. So. Jetzt fehlen uns noch die Axt. Die... Hacke, die Fishing Rod, die Schaufel und eine gesamte Rüstung. Das wird eine Weile dauern, bis wir das zusammen haben. Aber hey, wir haben ja Zeit. Okay. Für mich gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu tun, außer auf der Farm noch ein bisschen zu arbeiten. Ich denke, den Käfer haben wir, glaube ich, in der Hinterhand. Und wir können jetzt unser One Sword verkaufen. Das hier.
Dann fange ich dich da drüben. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Jawohl. Ein Rhinoceros-Käfer. Den verkaufen wir natürlich auch. Zack. Und dann lagere ich mal das ganze Essen hier rein. Damit ich das beim nächsten Mal nicht suchen muss. Und die Bären hier rein. Und dann geht's auf, noch ein bisschen Nachtfarming zu betreiben. Ah. Und natürlich will ich das Schwert an die Position setzen. Gut. Ich habe meine Axt vergessen. Das heißt, wir hauen jetzt nur ein paar Steine. Her mit der Essenz. Immer her mit der Essenz. Wir lassen keine davon liegen. Viel zu wichtig. Oh. Ein Rolli-Polli, den hatten wir noch nicht. Oh, das ist sehr gut. Zack, 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 zack. Langsam aber sicher haben wir keine Steine mehr auf der Farm. Und technisch gesehen dürften Steine auch gar nicht respawnen. Ich meine, das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Donk, donk. Was auch immer da ist, ich kann es gerade nicht umgehen. Donk, donk. Ja, wir haben so viel Stein. Ich denke, wir dürfen wirklich problemlos den Auftrag mit der Windmühle, was Stein betrifft, erledigen. Okay. So, diesmal werde ich ein bisschen besser aufpassen, damit uns das nicht nochmal passiert vom... Kannst du bitte auch richtig zuschlagen? Danke. Damit uns das nicht nochmal passiert vom letzten Mal. So, noch ein bisschen Kleinkram hier abgrasen. Zack, zack. Okay, ich sehe, wir sind bei 1 Uhr. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich jetzt zurückgehe. Wie gesagt, damit uns das nicht nochmal passiert. Muss ja wirklich nicht sein. Okay. Da lagern wir die Sachen ein. Und speichern das Spiel. Das hat sich gelohnt. Go to sleep. Go to sleep. Und da schauen wir uns noch den Tagesabschluss an. Ich hätte natürlich noch das ganze Obst und Gemüse verkaufen können, falls ich noch welches übrig hatte. Aber... es eilt nicht. Saturday Market. Wir können gerne mal drüber schauen im nächsten Part. Aber ich denke, ich brauche derzeit nichts dort. Und für mich gibt es eigentlich gerade nur die Minen. Ich will unbedingt heute in die Minen. Wir werden einen kurzen Abstecher auf dem Markt machen, nachdem ich mein Saatgut bearbeitet habe. Ja, und dann schauen wir, was es dort gibt. Und das alles sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut!